Also ich habe heute meinen Austritt bekannt gegeben und ich werde auch meinen Austritt aus der Fraktion bekannt geben. Ich denke nicht, dass es viele Leute überraschen wird, weil ich auch immer sehr offen und klar kommuniziert habe, wie unzufrieden ich bin und welche Strukturen ich kritisiere und dass ich diese Strukturen für untragbar halte. Der Punkt ist aber, dass wir gerade gesellschaftlich in einer Zeit sind, in der das immer weiter so keine Option ist. Und die Grünen Frankfurt haben das nicht verstanden und die Grünen Hessen auch nicht und eigentlich die Bundesgrünen auch nicht. Es bricht mir auch das Herz, weil wir natürlich genau jetzt, ich auch nach Hanau die Hoffnung hatte und dachte, das ist die einzige Partei, mit der ich eine Chance sehe, hier zu arbeiten und auch wirklich Veränderungen zu erzielen. Aber schon als wir die Koalition mit der FDP gegen große Widerstände der Basis durchgedrückt haben, habe ich gesagt, dass ich Zweifel daran habe, ob mit dieser Koalition das nächste Hanau zu verhindern ist. Und 3 Jahre später bin ich mir sehr sicher, dass mit dieser Koalition das nächste Hanau nicht zu verhindern ist, wenn nicht aufgewacht wird und tatsächlich ganz genau sich die Leute im Spiegel anschauen und sich überlegen, warum sie hier sind, was sie wirklich bewirken wollen und sich fragen, ob sie das tun, indem sie an ungeschriebenen Gesetzen festhalten, indem die Parteifarbe über allem steht und indem jede Person, die von der angegebenen Marschrichtung auch nur 1 Millimeter abweicht, zum Schweigen gebracht wird. Weil die Politik mein allergrößter Albtraum ist und ich würde niemals hier sein, wenn ich es nicht für absolut notwendig gehalten hätte. Und nicht für absolut notwendig halten würde. Wenn es nach mir gehen würde, würde ich Theaterstücke und Bücher schreiben und mein Leben genießen. Der Grund, der Schritt aus dem Aktivismus raus in die Parteipolitik und in die Parlamentsstrukturen zu gehen, war, dass wir Menschen mit am Tisch brauchen, die Aufmerksamkeit auf die Themen lenken, die sonst nicht verhandelt werden. Wie geht es den marginalisierten Menschen in dieser Stadt? Das Parlament, das, also so die Stadtverordnetenversammlung, bildet nicht annähernd die Diversität einer Stadt wie Frankfurt am Main ab. Und in den seltensten Parlamentssitzungen, die ich in den letzten 3 Jahren erlebt habe, sprechen wir über die Dinge, die die Menschen jeden Tag in dieser Stadt beschäftigen. Und dann auch noch mitzukriegen, mit welchem Widerstand begegnet wird, wenn man marginalisierte Themen, marginalisierte Perspektiven einbringen möchte, das bricht mir tatsächlich das Herz und das nimmt mir auch ein Stück weit die Hoffnung. Und trotzdem weiß ich, dass ich gewählt wurde von Frankfurterinnen und Frankfurtern, die mich nicht gewählt haben, weil ich bei den Grünen bin, sondern die mich aufgrund meiner jahrelangen Arbeit gewählt haben. Und diese Menschen repräsentiere ich nach wie vor. Und mit dem Erstarken von rechts, wo es umso mehr, so sehr wie noch nie darum geht, dass die demokratischen Parteien einen Gegenwind darstellen und wir unsere Demokratie verteidigen. Und wenn dann die demokratischen Parteien sich auf so eine Art undemokratisch verhalten und so mit marginalisierten Menschen umgehen, dann haben wir niemals die Chance, diesen Rechtsdruck tatsächlich zu verhindern. Ganz genau. Aber gegen diesen Rechtsdruck werden wir jetzt gemeinsam kämpfen. Ja. Jawohl, aus der Opposition.